Auf echter Rasenbasis. Da, ich hoffe, das muss doch jetzt ein Kracher werden. Chat, welche Rasensprenger mögt ihr lieber? Mögt ihr die, die so machen? Oder eher diese. Na, das ist eine wichtige Frage. Die Vertikalen, ja, die von Maurice, ne, das sind schon die besten. Ich mag mein Gras trocken. Sehr schön, sehr gut, sehr lustig. Fettsteine rauchen. So, gucken wir uns jetzt mal an hier. Wir wollen wissen, wie schlägt sich die Gardena-Variante im Vergleich zur Konkurrenz? Ja! Im Südweststadion in Ludwigshafen bitten wir zum Duell. Das gibt's ja gar nicht! Gartenexpertin Heike Baumgarten bringt die Kontrahenten zum Start. Boah. Diese vier Regner treten gegeneinander an. Stark! Der Gardena-Viereckregner Aqua Zoom L. Der Amazon-Bestseller von Grüntech. Ein Viereckregner von Fiskars. Oh. Und ein günstiger Sprenger der Bauhaus-Eigenmarke Neptun. Fick dich, Neptun! Das Gardena-Modell macht erstmal einen ordentlichen Eindruck. Ich bin ja. Wirkt stabil, kann ich nicht anders sagen. Halt, stopp, wir müssen hier die Wette platzieren. Wir haben Fiskars, da sieht man die irgendwo nochmal. Gardena, Grüntech, Fisk. Ein Viereckregner von Fiskars. Fiskars. Und ein günstiger Sprenger der Bauhaus-Eigenmarke Neptun. So, kriegen wir die hin? Alles Matze, grüß dich. Kriegt einer meiner Mods das hin? Ansonsten muss ich hier gerade. Ach so, wie geht denn? Wie macht man denn ein Gamba? Sentes macht das. Sentes, Dankeschön. Dann kommt's ja gleich. Wir warten mal. So, ich lasse andächtige. Andächtig lasse ich die Musik mitlaufen. Fiskars könnte gut sein, ne? Chat, bitte verwendet nur die Kanalpunkte, die ihr auch bereit seid zu verlieren. Ich weiß, es ist Weihnachten und ihr braucht diese Kanalpunkte, um Geschenke zu kaufen. Für mich. Für Shelly die Schildkröte. Für Ducky die Ente. Und für Cutty den Cutter. Bitte sorgt dafür, dass die Weihnachtsbäume nicht leer bleiben müssen. Nur weil ihr spielsüchtig seid. Da ist die Kanalwette. Ihr habt die Möglichkeit, jetzt reicher zu werden, als ihr es jemals wart. Ich sage es wieder. Demokratie funktioniert einfach nicht. Ohne sehr fragwürdig ist diese Umfrage nicht repräsentativ, Glupagigel. Dankeschön. Wo ist das Wiesel? Weg. In unseren Herzen. Wer sprengt am besten? Gardena, Grüntech, Fiskars, Bauhaus Eigenmarke. Welches ist Neptun? Neptun ist die Bauhaus Eigenmarke. Macht diese Wette episch, Chat. Macht sie groß. Macht sie für uns. Gebt euer Geld. Für ein besseres Deutschland, in dem wir morgen aufwachen werden. Voller Stolz, voller Zuversicht. Voller Menschen wie Johannes Zange, die uns von der Seite anpöbeln werden. Alles, was wir sagen, klippen und auf Twitter teilen, damit wir uns in einen Streit mit anderen Leuten begeben können. Für Leute wie Rito, die im Leben nichts haben, außer Nörgeln. Für Leute wie mich, die nichts gelernt haben und deshalb das hier machen müssen. Für jeden von uns, für jeden Einzelnen. Gehen wir rein in die große Wette unserer Generation. Das Gardena-Modell macht erstmal einen ordentlichen Eindruck. Wirkt stabil, kann ich nicht anders sagen, ist von der. Kann ich mich eher weniger beschweren, ne? Das ist ja auch. Einstellung relativ einfach, also erklärt sich ganz einfach. Ja. Viel Wasser, wenig Wasser. Was gut ist, natürlich Metall hier auf dem Rasen. Schön. Ein bisschen stabiler. Schön. Ist kaputt, wenn man es umstellt oder mal Fußball spielt und drüber stolpert. Schön. Das muss man ja bedenken auf dem Rasen. Die Sprenger der Konkurrenz haben solche Metallstreben nicht. Ja, peinlich. Sie bestehen alle quasi vollständig aus Kunststoff. Plastische Scheißdreck hier. China-Ware ist es. Und welcher Rasensprenger spritzt am weitesten? Für große oder schmale Gärten ist das oft ein entscheidender Faktor. Der Aqua Zoom L von Gardena spritzt kerzengerade los. Aber wie weit kommt er? Heike Baumgarten hat ihn auf die größtmögliche Weite eingestellt und markiert die Stelle. Dann wird nachgemessen. 14,10 Meter. Nur in eine Richtung gemessen, wohlgemerkt. Oh, wie viel es wohl in die andere Richtung gemessen sein kann. Oh.
Jetzt geht Grüntech an den Start. Der Rasenmäher von Johannes Zange spritzt genau 13 Meter und 12 Zentimeter. Wieder misst die Expertin nach. Und diesmal steht das Hütchen lächelt weiter vorne, bei 10,20 Meter. Das sind rund 4 Meter weniger als Gardena. Grüntech, ich hoffe, niemand hat sein Geld auf Grüntech gesetzt. Das ist für mich einfach die Perle. Wenn Montag ein Rasensprenger wäre, dann der von Grüntech, oder? Ja, lol, ey. Kommt der Viereckregner von Fiskars weiter? Hier fällt auf, die einzelnen Wasserstrahlen schießen kreuz und quer. Ja, ich habe früher mal in der Rasensprengerei gearbeitet und ich kann erkennen, dass das Düsenausstoßmodul von diesem Modell ist überhaupt nicht kalibriert und müsste eigentlich nochmal ab Werk komplett neu konfiguriert und eingestellt werden. Vielleicht könnten wir hier ein Firmware-Update nochmal raufziehen, aber ansonsten würde ich Ihnen raten, das Gerät einfach komplett neu zu kaufen oder vielleicht eins von Gardena zu nehmen, ne? Und der Begrenzer zum Einstellen der Schwenkweite dreht sich mit, obwohl er das nicht soll. Ja. Drecksgerät. Nix. Nix kannst du. Ah, guck mal, der müsste eigentlich viel früher stoppen, weil auf der Fläche will ich ja gar kein Wasser haben. Was ist hier? Ich als GSM so, Digga. Das ist alles nur Dreck, nur Monte Rasenspringer et tru, Jukne. Danke für die 100. Das darf doch überhaupt nicht hier rüber sprühen. Ah, das hat Spiel. Eigentlich ist es nach vorne arretiert, aber das macht es einfach nicht. Und deswegen kommt es hier runter. Ja, Drecksgerät. Bei der Weite reiht sich Fiskars mit 12 Metern zwischen Gardena und Grüntech ein. Jetzt der günstige Sprenger von Bauhaus. Soll da was rauskommen? Das ist ein bisschen... Die anderen Geräte sind aber schon ein bisschen... Die hatten jetzt irgendwie mehr als 2 Strahlen, oder? Was soll das denn? Hat die das... muss das so sein? Was? Guck mal, hier drüben sind doch auch Düsen, oder? Was stimmt denn hier nicht? Ist das irgendwie so ein Sonderschub, wenn man besonders konzentriert ballern muss, oder was? Verstehe ich nicht. Heike wählt wieder die Einstellung mit der größtmöglichen Weite. Ergebnis? Bei 9,40 Meter ist Schluss. 9,40 Meter, die pisse ich, Alter. Der Günstige kann also mit den teureren Viereckregnern nicht ganz mithalten. Also, ficken gehen, Neptun hier. Guck mal, ganz klarer Favorit ist doch hier Gardena. Ich als Unparteiischer erkenne das doch an, dass Gardena hier wirklich die Top-Marke überhaupt ist. Und deshalb die anderen Geräte auch einfach direkt in den Müll gehören. Sieger in dieser Disziplin, Gardena. Wo sind meine Gardena Ultras? Super Reichweite gehabt und ich fand auch so ein sauberes... Sprühbild, anders kann man das gar nicht sagen, sah schön aus. Also sehr richtig schönes Sprühbild, ne? Da kenne ich hier am Profil auch und an der Ausdüsung, das ist quasi von der Verbildlichung her das Wasserausstoßvolumenverhaltens in Relation zu Sauganschlauchtemperatur ist es wirklich hier wie gemalt. Gleichmäßig und hat auch nicht sehr viel nach hinten versprüht. Das Prüf- und Zertifizierungsinstitut in Remscheid. Dominik Paschalidis nimmt hier die 4 Rasensprenger nochmal genau unter die Lupe. Er kontrolliert die Leichtgängigkeit der Regler und testet alle Funktionen. So. Und auch hier streikt die Schwenkeinstellung des Fiskars-Modells. Auch wenn er jetzt am Anschlag ankommt, fängt er dann an, in die andere Richtung weiterzudrehen. Wir fragen bei Fiskars nach. Man antwortet uns, der von Ihnen beschriebene Sachverhalt ist dabei bislang noch nicht aufgetaucht und uns auch noch von keinen Kundinnen zurückgespielt worden. Wir werden Ihre Beobachtung sehr gerne an unsere Produktentwicklung weitergeben, denn nur durch solches Feedback können wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln. Stark, die absolute Standardantwort aller Zeiten, die man immer bekommt. Oh, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wir bei Firma X arbeiten jeden Tag daran, unsere Produkte für Sie noch ein kleines bisschen besser zu machen. Der von Ihnen beschriebene Fehler sollte so nicht vorkommen, ist uns aber auch in Gänze unbekannt. Es tut uns leid, dass Sie solche Probleme mit unseren Produkten haben und hoffen, dass wir Sie als Kunden bald wieder begrüßen dürfen. Kommen Sie bald wieder. Tschüss! Und dadurch noch raus! Besser machen. Komisch, denn im Labor handelt es sich um ein anderes Exemplar als beim Stadiontest und auch bei einem dritten das gleiche Problem. Keine Beanstandungen hingegen beim Günstigen. Das ist doch nicht in Ihr Ernst. Da waren doch noch andere Düsen. Warum benutzen die denn immer? Das ist das doch nicht. Modell von Neptun.
Weiter mit dem Sturztest. Aus einem Meter Höhe müssen die Kandidaten 10 Stürze aushalten, ohne kaputt zu gehen. So schreibt es die DIN-Norm vor. Ergebnis? Es gibt zwar kleinere Blessuren, die aber sind im Rahmen des Erlaubten. Jetzt zur Druckprüfung. Dazu werden die Düsen der vier Sprenger zugeklebt. Um das strenge VPA-Siegel zu bekommen, müssten die Geräte nun einem Wasserdruck von 12 Bar standhalten, ohne zu bersten. Oh. Gepumpt wird von Hand. Beim Sprenger von Gardena läuft zwar etwas Wasser aus, das ist aber in Ordnung. Das ist in Ordnung, oder? Jetzt das Modell von Grüntech. Langsam wird der Wasserdruck erhöht. Grüntech schafft's nicht. Wir sehen jetzt gleich die erste Sprengung. Und plötzlich... Ah. Bei 7,5. Ich hätte es noch ein bisschen mehr gefühlt, wenn er noch eine Sicherheitsbrille dabei aufhat. Oder und einen Helm. Helm hat gefehlt, eine Sicherheitsbrille und so ein Laborkittel hätte noch gefehlt, damit es auch ein bisschen nach Wissenschaft aussieht. 5. Das ganze Ding. Total schon, ja. Bis 12 Bar hätte er schon halten sollen. Ja. Der Produzent schreibt uns dazu. Das ist noch nie vorgekommen. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wir bei Firma XY arbeiten jeden Tag daran, unsere Produkte für Sie noch ein bisschen besser zu machen. Der von Ihnen beschriebene Fehler ist so nicht bekannt. Wir hoffen aber bla bla bla. Wir sind in der Qualität unserer Produkte überzeugt und wir halten Sie schließlich die Qualitätskontrollen auf hohem Niveau. Wir vermuten, dass unser Produkt bei einem Versand oder dem Test gefallen beschädigt wurde. Laut Labor war unser getestetes Produkt vor der Druckprüfung in einem einwandfreien Zustand. Das Modell von Fiskars hingegen hält dem Wasserdruck stand. Und auch das Gerät der Bauhaus-Eigenmarke Neptun platzt nicht. Was, dieses Drecksding geht nicht kaputt? Dieses Drecksding geht nicht kaputt? Ich dachte, das zerbricht schon vom Ansehen. Zurück ins Sportstadion nach Ludwigshafen. Nächste Disziplin. Das ist mein Junge! Gleichmäßig verteilen die Sprenger das Wasser. Dafür platzieren wir insgesamt 100 Wassergläser und lassen die Sprenger nacheinander für einige Minuten laufen. Zuerst das Modell von Gardena. Da sieht alles gut aus. Und auch bei Grüntech werden alle Gläser gleichmäßig voll. Ja, aber der Sieger ist jetzt schon klar, es muss Gardena sein. Alle anderen sind ja maximal mittelmäßig, wohingegen das ja wohl das Ultra-Premium-Produkt 3000 der Elitenspeerspitze in Azurblau ist. Fiskars geht mit einem technischen Defekt an den Start. Ja, na also. Schwenkt nicht richtig hin und her. Ja, das Spritzbild, wenn ich mir das so angucke, es ist überall das hier Spritzbild, gleichmäßig. Das ist ein furchtbares nur Spritzbild. Da, wo die Mechanik versagt hat, das heißt, er hat ja überhaupt nicht nach hinten gependelt. Da sieht es ganz anders aus und da, wo die Mechanik nicht funktioniert hat, da bist du wirklich im letzten Glas gar so, nicht. So ein gleichmäßiges Auspendeln des Sprühbilds, das ist eigentlich das, was du als Kunde auch haben willst. Ne? Sobald aber die automatische Auspendelung nicht mehr rechtzeitig nach links kalibriert ist und sich keilförmig dann so ein bisschen ineinander verquarzfixelt, ist das Produkt eigentlich schon, kannst du wegschmeißen, da lohnt die Reparatur auch gar nicht mehr. Der Günstigsprenger von Bauhaus hingegen bringt die Leistung. Alle Gläser sind gleich voll. Siegerehrung. So, jetzt kommt die Auflösung. Wir gucken ja nur bis zu dem Segment hier. Jetzt kommt die Auflösung. Oh, das ist ja spannend. Wo ist mein Drumroll? Dann machen wir halt den. Im Rasensprenger-Wettkampf nach allen Disziplinen. Jetzt. Gardena. Komm. Bronze geht an Grüntech. Fick dich, Grüntech. Den hohen Testdruck hat der Sprenger nicht ausgehalten. Der günstigste liegt überraschend auf Platz 2. Wie kann man denn... Wofür? Weil er nicht explodiert ist, oder was? Schmutz, Digga. Gold geht an den Platzhirschen Gardena. Na also. Fiskars geht wegen technischer Probleme leer na aus. Na endlich.